letzte große technische Änderung, elektronische Wasserpumpe. Der absolute Wahnsinn, was das mit der Kühlung macht. Was machen Sachen? Eine elektronische Wasserpumpe bin ich gerade am Verbauen. Die haben in den 2 Wochen, wo ich jetzt krank bin, schon mal alles vorbereitet und ja, hab hier einen Halter gebaut, gestern und heute und also ich glaube, ich weiß nicht, was ich gerade gemacht habe. Weil das ist hier so eine Megapumpe, die irgendwie 160 Liter die Minute macht oder sowas. Das ist halt schon ein bisschen was. Und das wird wahrscheinlich jetzt der Game Changer, was Kühlung angeht auf der Rennstrecke. Also. Und was ich halt geil finde, also jetzt mal hier. Gut, hat keine Servo, aber sonst rein theoretisch wie alles aus dem Standard-Kit. Und man könnte es einfach dahin setzen, der Halter ist einfach. Ja. Und diese Schläuche werden später auch, glaube ich, ziemlich gut passen, so wie ich mir das gedacht habe. Und da bist du jetzt am Basteln. Ich bin am Basteln, ja. Osans Bastelstunde. Ist noch ein bisschen Wasser drin. Ist noch ein bisschen Wasser drin. Wie lange ist bis zum Rennen? Ja, so wie immer. Wir schrauben bis Minute Null. Oder Minus. Oder Minus, ja. Ja, wir können ja auch nachts anreisen. Kein Ding. Aber es wird schon. Ja. Ich glaube an den Jahren. Jetzt gerade noch nicht, ne. Ist auch noch nicht warm. Steck mal ab. Jo. Ich glaube, dass der Ausgang im Arsch ist. Das ist ja das Gehörchen, was hier hinten kommt, oder? Genau, das ist ja das, was quasi hinten aus dem Block rauskommt, oder? Das hier geht auf die andere Seite. Genau, dann ist das hier. Der Schlauch, gell? Der geht nämlich hinten genau an das Gehäuse, wo der Originalsensor drin ist. Ja, das ist ja quasi, ob wir jetzt den da oder da angreifen, das macht er jetzt. So, wie viele Autos müssen bis Sonntag fertig werden? Bis Rennen? 1, 2, 3, 4, 5. Wie viel sonst noch? Ich glaube nur 5. Ja, weiter. Ja? Sie sind schon so 5. So, immer noch. Ja. Ja, muss. Und was machst du hier? Hat eine elektrische Wasserpumpe bekommen, so ist der neue Trend. Die Temperaturprobleme ein bisschen in den Griff zu bekommen. Ja, jetzt ein bisschen so Steuergerät, neue Position finden. Schön. Ja. Die und Thermostat raus, Wasserpumpe muss man dann ja quasi auch umändern. Die fahren wir jetzt elektrisch. Lass mich raten, er soll auch am Sonntag fahren. Natürlich. Soll quasi eben. In vor 20
20 Minuten laufen. Das ist schon so, wir können ja doof gesagt hier komplett drüber laufen. Ja. Du musst ja nicht hier diese Dings aussparen. Nee. Du musst nur bis hier außen. Das da muss da sein, der runde Kreis mit, die vier Löcher und der Rest ist scheißegal. Das kannst du ja doof gesagt, das innere Teil kannst du ja mit dem hier abpausen, den inneren Teil. Das hier muss man auch nicht abpausen, oder? Das muss ja nicht, wie gesagt, der... Nee, weil hier geht's auch, das ist ja auch ein bisschen scheißegal. Ja, nur halt, ja. Ein bisschen wie, ja, grob gemacht, die Stelle muss halt frei sein. Also hier habe ich ja schon groß gemacht, die Richtung, deswegen... Jawohl! Oh, das Problem ist, das geht bei uns ja ganz langsam, weil die Gardinen hier haben wir so. Ja, lässt laufen. Ja. Du kannst ja mit den Akkus am Pferd vergleichen. Ja, ich sehe das. Dann so, wenn du bei den Akkus hast, dann so, keine Ahnung. Weil die Akkus haben halt jetzt noch 4 Bar, 0,4 Bar. Ja, 0,3, 0,4 ja. Muss die haben. Richtig. Hatte ich jetzt noch. Ja, das musst du immer haben, dein Kolben ganz zurückfährt. Ja. Brauchst du ein gewisses Luftpolster. So. Gleich wenn die Akkus haben. Was hast du heute schon verstanden? Einfach nochmal? 2? Ja, 1. 1 Bar, 1,2 Bar, mehr ist das nicht. Also mal einmal hier. Dann musst du gleich gucken, dann machst du die Kurve. Das ist aber echt mies. Was? Dann musst du gleich gucken, dass du die Akkus dann quasi aufmachst. Dann machst du die wieder zu, dann hält die ja so bei 0,7 Bar oder so. Dann füllen wir erst wieder ein bisschen Öl auf, dann machst du die nochmal auf, lässt du dann quasi, dann machen wir ihn aus, füllen wir wieder Öl, also wir nehmen die Akku aus, dann kontrollieren wir Öl, schütten was nach, machen die dann nochmal auf, wenn der während der läuft, und dann füllst du sie komplett. Okay. Und? Status-Update? Drop. Hier Fühler, da Fühler, da Fühler. Wenn nicht, weil irgendjemand mal was Scheiße gebaut hat. Vielleicht deutlich, dass 100 Jahre alt ist und diese Außeneingänge teilweise nicht genutzt worden oder nicht gedartet sind oder auch. Okay. Wo läuft Öl raus? Ohne, guck doch mal. Riesenfitz. Nick. Seid einfach still. Wir brauchen mehr Öl. Unter dem Öl. Mit Öldruck hast du auch schon so deine Erfahrung gesammelt, ne? Ja, und mit Akkus befüllen auch, weil die Akkus haben selbst nicht deine, gehen locker 1,5 Liter Öl rein. Bei mir gehen mich 2,5 an. Das ist die Scheiße. Es wird langsam teuer, das Hobby. Wir haben da bestimmt schon mal einen Liter in die Akkus reingefahren. Können wir auch den Supermod noch aus dem MX5 Forum 40 Grad Vorzündung? Mega. Hatte ich gemacht damals. Umschliffen hier. Hast du auch In-Ex-Mod gemacht? Ha? Hast du auch den In-Ex-Mod gemacht? Nee, den hatte ich damals nicht gemacht. Aber ich hatte Kaltluftansaugung. Irgendwas stimmt da nicht.
Schalen, die dann lang sind, die da haben. Kann nicht, die funktioniert, die nicht. Vom Pinout ist 1:1. Das ist noch kein Wasser drin. Die pumpt halt aktuell nur leer, das ist das Problem. Du hast kein Wasser in der Pumpe. Ja, wenn da kein, die, wenn da kein Wasser dran ist, kann die eine Pumpe. Nee, die braucht Medium. Einmal Wasser. Ja. Das heißt, wir müssten Luftdruck drauf bringen, ne? Wo ist denn die Zuleitung von der Pumpe? Was geht hin und was geht zurück? Es müssen alle Stecker, sonst geht es auch nicht aus. Also dann, okay, wenn ich aufmache, dann kommt es hier raus. Okay. Kommt beim Motor. Aber das ist jetzt eigentlich nur das überflüssige Wasser, was dann mit Luft rausbläst. Was ist denn jetzt hier? Eine Kante, die ein bisschen ungünstig ist. Und somit dichtet es nicht ganz ab und ist undicht. Das müssen wir einen anderen Tag nehmen. Zeigen durch die Lichtmaschine, durch die Wasserpumpe, weil die so viel Strom zieht, dass sich das ausgleicht. Warum? Weil so eine Drehzahl, das ja nicht. Ja, aber du nimmst ja mehr Strom ab. Ja, wenn die Drehzahl, wenn der Problem der Drehzahl. Nee, weil das Problem ist, der gedreht, der überlädt. Und durch das Überladen bei der Drehzahl fängt er irgendwann an und sagt er, okay, bitte ausschalten. Und dann immer, wenn diese Ausschaltmomente immer mehr und deswegen wird das Ding immer heißer und dann müssen wir weiter runter. Wenn ich aber normal mehr Strom nehme, dann müsste er gar nicht abschalten, weil er müsste immer noch laden. Hallo. Das ist aber den anderen allen dicht. Ja. Es ist halt einfach stumpf, das Teil, ne? Das haben wir gesagt, so rum, ne? Okay.